Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mit einem verrückten Aquarium hier aus Amerika, nämlich bei Polos Reef. Heute gibt es etwas zu sehen, was man mit großer Wahrscheinlichkeit nur einmal auf der Welt findet. Wir fliegen in die USA, um dort das wohl nicht nur teuerste, sondern auch aufwendigste Privataquarium der Welt anzuschauen. Als erstes deutsches YouTuber-Team arbeiten wir Hand in Hand mit Besitzer Andrew Sandler zusammen und schauen uns an, wer hinter diesem Meisterwerk steckt. Nate-Drop. Wir sind unterwegs heute mit Claude von Fauna Marine und wir sind unterwegs mit Alex von Abyss. Du hast das Ziel erreicht. Ja, das ist doch fantastisch. Okay. Die Hofeinfahrt war schon eine Nummer für sich. Da gingen dann Tore auf. Und du bist einen kleinen Hügel hochgefahren, hast dann schon das Anwesen gesehen. Leute, das ist schon ein Haus nach meinem Geschmack. Also hier könntest du bestimmt parken, weil ich glaube, die Autos sehen auch eher aus, als könnte man sich mit denen identifizieren. Ich möchte wissen, was in diesen Garagen ist. Hello. Nice to meet you all. Happy to have a trip. And hello, wow. Guys, for seeing us. Hey. Very nice to see you. Too. So nice to see you. Sea friendly. Happy to come on in. Welcome. And the puppies here. Hello. It's so crazy to see it always in the internet and then stand in front of it. That's what everyone says. Everyone says that. Wow. This is my man cave. Wow. Okay. Yeah, you wanna put that dish in your mouth. Letzten Endes war das allererste Mal, dass ich in Amerika war. Und dann habe ich mir gleich frecherweise mal das heftigste Privataquarium der Welt rausgesucht. Ich glaube jedenfalls, dass es das krasseste ist, denn ich habe noch nie was krasseres gesehen. Du kennst auch nichts krasseres, oder? Nee. Also das ist schon wirklich das Endlevel, auch für die Zuschauer, die vielleicht gar nicht so in der Aquaristik drin sind. Das ist nicht nur ein Becken, was groß ist für ein Wohnzimmer, sondern der Inhalt da drin ist nicht nur extrem teuer, sondern auch einfach unfassbar selten. Also hier wurden Tiere eingesetzt, also sowas findest du in Deutschland eigentlich gar nicht. Auch in den Becken drumherum, es war ja nicht das einzige Aquarium. Es war wirklich unglaublich, was wir da erleben durften. Von daher eine ganz besondere Ehre, da mal vor Ort sein zu dürfen. Leute, ich habe keine Worte für das, was wir hier gerade sehen. Es ist unglaublich. Ist ein bisschen durcheinander, weil wir jetzt drei verschiedene Leute sind. Und es wird hier ganz viel erklärt schon. Ich drehe euch einfach mal um. So, ich hoffe, ihr versteht mich. Schaut euch einfach mal die Scheibe an. Das ist wirklich unglaublich. Man kann hinten in den Fitnessraum reinschauen. Ich stelle euch auch gleich mal ein bisschen Weißabgleich rein. Ach, da hinten ist die Technik schon. Hey man! Der Silas ist leider nicht dabei heute. Der schneidet schöne Videos für euch zu Hause in Deutschland. Sprich, ich muss mich hier selber filmen, aber das kriegen wir doch sicherlich gelöst. Ich gehe gerade mal zum Objekt der Begierde. Man sieht ziemlich gut, dass das Aquarium hier in die Erde eingelassen wurde. Sprich, die Scheiben sind unterhalb des normalen Bodentiefe installiert worden. Und das ganze Aquarium geht oben auch weiter. Wir haben hier die Erlaubnis, uns absolut alles anzuschauen, was geht. Sprich, wir können auch mal kurz einen Blick hinter die Kulissen werfen. By the way, das hier ist das Fitnessstudio von Andrew. Das ist angeschlossen an eine der drei Sichtscheiben. Und da kommen wir auch zu einer Besonderheit dieses Aquariums. Das ist von drei Seiten einsehbar. Sprich, hier ist einmal eine weitere Sichtscheibe installiert worden. Und wir können ja mal hinter die Kulissen von diesem Becken gehen
um euch mal eine Vorstellung von der Wasseroberfläche zu geben. Das Ganze ist nämlich noch mal tiefer, als es aussieht, durch die Lichtbrechung der Scheibe. Das kennt man ja aus Aquarien. Schaut mal. Das hier ist die Oberfläche. Ich habe schon unglaublich viele Videos von dem Becken gesehen. Ist jetzt kein Aquarium, was so unbekannt ist. Wir waren halt die ersten Deutschen, die dort vor Ort filmen durften. Hintergrundstory war, dass Andrew Sandler mich schon vor 2 Jahren eingeladen hatte, das Aquarium zu besuchen. Für mich war es natürlich erstmal eine heftige Überlegung, für ein Aquarium nach Amerika zu fliegen. Aber ich bereue nichts. Der Hund möchte rein. Bitteschön. Ich hoffe, das war jetzt okay. Ja. Du kennst dich aus, ne? This was that before. You're standing in it right now. Okay. This was what? 2 months of construction? 3 months yeah, of drilling? Months, and yeah. We had to drop the ceiling. We boxed everything. Hier werden quasi einige Laborarbeiten durchgeführt. Das hier ist kein Quarantänebereich, sondern hier ist ein Ablageort für verschiedene Korallen. Wir haben hier beispielsweise 2 Becken mit Korallen von Jake Adams, dem Verstorbenen oder einem der Visionäre im Hobby gewesen, kann man sagen. Und einige seiner Tiere sind quasi hier jetzt einmal untergekommen. Und wenn wir einmal den Gang hier weitergehen, sind wir einmal im Tauch- bzw. Heizraum. Da hinten dran seht ihr schon einige Gerätschaften. Hier wird also aus den Vollen geschöpft, denn hier ist einfach alles groß. We put the crawl space so we can get to the pipes. Oh, yeah. Oh, awesome. Yeah, that's the best. Oh, Andrew, it's too crazy. Filtration area. Yeah, of course. Skimmers, reactors. Here's the rest of quarantine provides. Yes. Oh, you want to see this first? This is what runs it right here. I know this from the video. Yeah. It's my apex. Yeah, I'll see you close this? Yeah, I got it. let me show you the outside, the generators are crap, yeah. Die Reise ging weiter. Andrew hat mir dann den Aggregatbereich gezeigt, in so einem kleinen Hinterhof. Und er hat mir beschrieben, wie das Ganze funktioniert, wenn wirklich mal ein Stromausfall ist. Du, der ist ja in der Lage, mit den Dingern die ganze Siedlung für immer und ewig zu versorgen mit Strom. Das sind Dimensionen, die kann man sich hier wirklich überhaupt nicht vorstellen. Also auf solche Anlagen jetzt im Gesamten betrachtet, sind ja Zoos neidisch. Das hat der im Wohnzimmer da stehen. Das muss man sich mal in die Birne hauen. Two generators, all the gray things, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tanks. Alex, ein Wort. Wow. So, this is where we usually quarantine inverts. Ah, yeah, okay. Okay? Okay. You know, clams and whatever, and not clams, snails and whatever. 30, 45 days, I'll keep them in here, then they go in. Fish quarantine. They're in copper and prosy and all that shit now. Guck mal da rein, was da an Korallen drin ist. LPS. LPS next level, Andrew. LPS, we just did this time. Wir laufen hier so nur durch und lachen die ganze Zeit. Das ist echt unglaublich. Absolut. Hammer. Echt. Absolut. Also, ich hab gar keine Ahnung, wo man sowas noch sehen soll. Also naja, diese Tiere. Also, das ist ja, es gibt natürlich schon so ein paar Plätze, aber ich meine, das alles so hier nebenher im Keller. Der kann einfach 5 Kilo Amoxicillin kaufen, wir kriegen ja gar nichts mehr. Dank der EU fast alle Fischmedikamente kaputt. Und hier ist es jetzt typisch Multi-Infektion, das ist oft Uronema, Bruckinella, Ichthyophirus, es gibt verschiedene, aber es liegt fast immer eine Sekundärinfektion vor, das heißt in Leber und Milz. In the system too. And so you got a metro and antibiotics in the food.
which we do. But you're saying the Amoxi works better than the Canna. In this case, in 90% it works better. I just got a kilo in it, man. Yeah. Give on the floor. I'll never have a sore throat again in my entire life. Wie viel Dezibel? Maximum 86. This is 86 decibels at the max here. Right now? Yes. So, nach deutscher Arbeitsstättenrichtlinienverordnung müssten jetzt die Angestellten und die Mitarbeiter hier mit Gehörschutz hier arbeiten. Also nur so. Aber wir sind nicht in Deutschland. Ja, wir sind nicht in Deutschland. Da kann ja auch 5 Kilo Amoxicillin kaufen. Also ihr merkt schon, das ist drunter und drüber gewesen. Wir haben viele englische Fetzen jetzt mit reingenommen, aber es war in der Situation einfach eine Extremsituation, was Filmen anging, denn ich wusste gar nicht, wo ich die Kamera zuerst drauf halten soll. Da waren so viele Eindrücke, allein dieser Quarantänebereich, den ihr gerade gesehen habt, im hinteren Teil der Anlage. Ein Schaltschrank, da kann ja gefühlt die Deutsche Bahn einpacken. Also das ist unglaublich, auch die Geräuschkulisse. Amerikaner sind halt teilweise dann doch ein Ticken lauter als wir Deutsche. Und ich bin ja schon nicht der leiseste, wie man aus manchen Kommentaren entnehmen darf. Aber das war unglaublich. Jeder hat sich angeschrien. Als wir die Treppe runtergegangen sind, wurde es immer lauter. Wir haben dann nochmal eine Dezibelmessung gemacht. Es waren über 92 Dezibel da unten. Teilweise noch lauter. Also das als Arbeitsatmosphäre ist schon extrem. Wasserwechsel. Er war in der Lage, diese Tanks innerhalb von 2 Stunden auf 24 Grad zu erhitzen. Wir reden von, ich glaube, um die 12.000 Liter oder sowas. In 2 Stunden von 4 Grad auf 24, was eine Power da nötig ist. Wasserkocher XXL. Da kannst du ja ein paar Tees machen mit, ey. Wahnsinn. Wer dachte, das wäre schon alles gewesen, hat sich geschnitten. Andrew hat einen 12 Meter tiefen Keller ausheben lassen, um die Rückförderung und die Filterung dort unterzubringen. Wir sehen es also nicht, aber die Anlagen ziehen sich Meter für Meter ins Innere der Erde. Übrigens, dieses Aquarium besitzt einen Aufzug, um Salz und andere Komponenten in die verschiedenen Etagen des Technikbereichs zu bringen. 1300 gallons per minute. I figured you'd like this. Yeah, man. Us Europeans don't have any space for this. Yeah, man. We need some room. Andrew hat alle Aquarien über ein System miteinander verbunden, über das er beispielsweise die Beleuchtung und die Strömung steuern kann. Also sehr praktisch. So, jetzt geht es hoch in die nächste Etage. Ihr habt auch keine Ahnung, was uns erwartet? Gar nichts. Sehr gut. Andrew hat uns dann das gesamte Haus gezeigt. In jedem Zimmer waren gefühlt noch Aquarien zu finden mit den seltensten Fischen und Korallen, die du dir vorstellen kannst. Wow! And I keep the Personatus angels in here. They're gonna go in there. That's 2500. That's just. Nope. I'm gonna take you behind there. That's the next project. Also wertetechnisch müssen wir den Claude gleich mal fragen. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Das ist unbezahlbar wahrscheinlich. Ich habe keinen Filter mit. Du hast keinen Filter mit? Ja, ich müsste auch die ganze Zeit hin und her. Ups. Lieber schnell alles richtig machen. Claude, was kostet so ein Kaiser? Wir waren mal bei 30.000. Okay. Guck mal den Land hier an. Ja, das ist auf jeden Fall hier. Das ist schade. Was ist das genau? So selten zu sehen. Das sind so Tiefsee-Antias. Der Raum hat mir ganz besonders gut gefallen. Überall hingen Gitarren, unterzeichnet von Rolling Stones und von allen möglichen bekannten Interpreten. Bass, Sting! Sting! And the bass itself is already, the Fender Precision US is already a very, very rare thing. Ein Thema, was auf jeden Fall für die meisten interessant ist und was ich jetzt schon in den Kommentaren sehe, und zwar, was macht denn Andrew Sandler von Beruf, dass er in der Lage ist, ein solches Haus zu kaufen. Andrew Sandler ist Investmentbanker,
Und diesen Beruf hat man ihm auch extrem angesehen, dadurch, dass er letzten Endes ein Team von mehreren Leuten unter sich hatte, die entsprechend mit ihm im Kontakt waren. Er hat nichts anderes gemacht, als in sein Aquarium zu schauen, kurz immer mit uns Kontakt zu haben und sofort wieder Märkte zu checken und war da extremst eingebunden. Ich muss ehrlich sagen, mit ihm tauschen möchte ich nicht. Also da bin ich doch sehr zufrieden in meiner Welt. Das muss schon ein wirklicher Druck sein. Meines Kenntnisstandes verwaltet er mehrere Milliarden, über dessen Verantwortung er sich dann natürlich permanent bewusst ist. Und das ist schon eine Situation, da braucht man schon ein gescheites Aquarium, um da mal runterzukühlen. Also verstehen kann ich ihn schon. Was auffällt, ist einfach, dass insgesamt die Wasserbewegung wenig ist. Wir haben an vielen Stellen sind zwar, kommt richtig was raus, aber eben ungeplant. Das heißt, ich blase an mehreren Stellen einfach irgendwo rein. Das ergibt dann auch irgendwie eine Strömung, aber es ist natürlich viel schöner, wenn man erstmal so plant, dass man eine Hauptströmung hat. Und so ein Becken in der Größe kriegst du halt auch nur vernünftig beströmt, wenn erstmal alles in eine Richtung dreht oder in die andere Richtung drehen kann, variabel. Aber du musst das ganze Wasser, den ganzen Vortex, den ganzen Wasserkörper bewegen, dass die ganzen Schwebeteilchen, die man jetzt so sieht, sich auch alle Richtung Filtration bewegen. Es nützt ja nichts, wenn du einen super Filter hast, aber dann kommt da halt nichts rein. Wir haben jetzt hier einige Teilchen, die sich relativ wenig bewegen, ja, gell? Genau. Die Rücklaufrohre, alle in eine Richtung. Mhm. Weil dann habe ich schon mal einen Wahnsinnsmoment, was ich da reinbringe, durch die Rückförderung. Und dann kann ich mir überlegen, zum Beispiel mit einer großen Strömungspumpe, genau in die andere Richtung zu blasen. Und die lasse ich ab und zu laufen, 10 Minuten an, 10 Minuten aus. Das sorgt dann dafür, dass das Wasser mal links rumdreht und dann plötzlich, wenn die Pumpe angeht, dreht es aber auch rechts rum, weil die, sag mal, eine große Pumpe schafft ja viel mehr als die Rückförderleistung. So, das heißt, in dem Moment kann ich das alles ein bisschen umdrehen und das auch vermischen. So, ich wollte mal kurz mit euch über den Besatz von diesem, by the way, 3 Meter hohen Aquarium sprechen. Und zwar haben wir eine große Varianz an verschiedenen Doktorfischen. Wir haben einige Fahnenbarsche hier. Verzeiht mir, wenn das Ganze jetzt etwas blau ist. Ich versuche euch mal mit Weißabgleich ein paar andere Bilder hier einzuschmeißen. Wir haben einige Farnbarsche, wir haben einige Kaiserfische auch dazwischen. Sprich, wir haben Tiere, die auch an Korallen gehen. Es ist immer schwierig bei solchen SPS-besetzten Becken, wo auch immer wieder LPS-Korallen dazwischen sitzen, einen Fischbesatz zu wählen, der absolut nicht an Korallen geht. Also hier wird immer mal wieder geknabbert. Die Farnbarsche sind relativ groß. Also hier das Männchen da hinten, das hat schon meine Handfläche. Also das ist schon ein ordentlicher Trümmer. Die schießen immer so nach unten und führen ein bisschen ihre Paarungstänzchen auf. Ich habe auch übrigens hier die Weißkehldoktoren vorhin gefilmt, wie sie auch einen Paarungstanz aufgehalten haben. Das ist total schön, mal zu sehen im Aquarium. Also hier wird gebalzt, hier wird auch abgeleicht. Wir haben hier ein paar verteilte Chromis-Schwärme. Wir haben einige Torpedobarsche, wir haben immer wieder kleine Anemonenfische, die sich hier rumtümmeln. Hinten ist ja die ganz große Anemone, die ist voll besetzt mit kleinen Anemonenfischen. Wir haben hier, was man gerade gar nicht so richtig sieht, aber einen riesigen Schwarm aus Rotmeerdoktoren. Die haben sich gerade in eine der großen Riffspalten zurückverzogen. Hier haben wir zum Beispiel mal einen kleinen Kaiser. Verschiedene Farbmorphen von Hawaii-Doktoren. Also es ist hier farbtechnisch alles Mögliche dabei. Ein großer Segelflossendock, der auch mit einem Koi-Dock gekreuzt wurde. Tigert hier irgendwo rum. Unfassbar teure Tiere teilweise. Also alleine das Tier. Ich gucke mal, ob ich ihn irgendwo sehe für euch. Da! Kommt da rausgeschossen, ihr seht schon, mit einer ganz spannenden Färbung, mit ganz vielen weißen Pigmenten drin. Allein dieses Tier kostet schon $25.000, um euch mal so eine kleine Richtlinie mitzugeben. Achilles-Doktoren haben wir hier auch drin, der hier aber entsprechend Platz hat, um sich auszuleben. Und ihr seht es ja auch am Verhalten von den Tieren, die sind hier total gechillt und entspannt und dümpeln hier rum. Das Ganze wirkt sehr, sehr, sehr natürlich, ein unglaublich schönes Bild vom Schwimmverhalten her. Genau mein Geschmack. Soll ich mir mal überlegen. Lauschst du am Aquarium? Weil ich höre, wie laut die Pumpen sind.
Und alles, was du hörst, hören die Fische auch, und zwar viel lauter. Nach Untersuchung ist es so, 100 Dezibel ist die Schmerzgrenze angeblich für Fische unter Wasser. Ja. In den meisten Aquarien ist es weit drüber. Schnell weit drüber. In der Aquakultur gibt es einen Haufen Untersuchungen zu dem Thema, wo man davon ausgeht, dass also das Wachstum gehemmt wird bei zu starken Geräuschen. Das ist halt alles Stress. Und wenn du Stress hast, geht's dir halt nicht gut. Da lässt sich noch ein bisschen was machen. Sowohl für Fauna Marin als auch für den Abyss YouTube-Kanal haben wir einige Videos gedreht. Hier testet Alex gerade eine seiner Strömungspumpen, um Andrew ein von ihm entworfenes Strömungskonzept zu zeigen. Die Installation einer solchen Pumpe funktioniert logischerweise nur mit einem Taucher, und das Ganze halt mitten im Wohnzimmer. Wir filmen jetzt hier seit fast 2 Stunden. Und ich drehe euch jetzt mal um. Das große Becken ist hier im Hintergrund. Und das Becken, was wir jetzt sehen werden, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist komplett mit Skolis zugeballert, mit einer riesen Multicolor Acanthophyllia, mit Euphyllien. Das geht einfach unter. Wie kann denn sowas untergehen? Unglaublich. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Ich will es nicht wissen. Wirklich. Du denkst nicht, was da an Aufriss dahinter ist. Ich habe die Videos gesehen von Andrew. Ich habe so viel zu diesem Becken mir schon angeschaut. Und das in live zu sehen, ist... Du kriegst durchs Video einfach kein Gefühl. Ihr seid ja jetzt wirklich mehr oder weniger live mit dabei, wie das Ganze hier gerade abläuft mit der Führung und sowas. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, einfach hier zu sein. Ich habe angefangen, kleine Aquarien zu filmen in Deutschland, und jetzt stehe ich einfach hier davor. Das ist ein toller Moment, wirklich. Vielen, vielen Dank auch an euch für den ganzen Support, dass ihr alle Videos schaut, dass ihr euch begeistert für dieses Thema. Mir fehlen die Worte tatsächlich. Wahnsinn. Eine Frage, die ich oft im Zusammenhang mit diesem Aquarium gehört habe, ist, wie wird das Ganze teamtechnisch gepflegt? Und ja, Andrew Sandler hat hierfür ein Team aus. Ich habe jetzt insofern 5 Leute kennengelernt. Also ich denke mal, das ist so das Hauptteam, die das Ganze hier betreuen, die das ganze Aquarium mit ihm zusammen pflegen. Ich habe ihn interviewt für den englischen Kanal Sea Friendly Reef und habe aber auch gemerkt, dass er brutal Plan von der Materie hat. Er ist ein absoluter Fischexperte. Ich kenne nichts Heftigeres, da wir hier auch einen lebenden Korallenbesatz haben. Also wir haben einige SPS-Arten, wir haben viel Akroporen drin, wir haben Montiporen drin, wir haben einige LPS-Korallen. Also es ist wirklich krass. Ähnlich wie wir das auch von Jack Elliott kennen, wird hier drin natürlich getaucht, um die Pflege entsprechend durchzuführen. Das ist eine Art von Größenordnung, das kann man als alleiniger Typ auch überhaupt nicht stemmen. Also Andrew braucht ein Team, um dem Ganzen hier gerecht zu werden. Überall in jedem Aquarium hast du Werte drin gehabt, die einem Aquarianer wirklich den Puls hochschießen lassen. Die Pancakes wieder hochkommen lassen. Ja, Frühstück war nicht so mein Fall in Amerika, aber gut, ne? In der nächsten Zeit werden auf diesem Kanal hier noch weitere kunterbunte Amerika-Vlogs ausgestrahlt werden. Von daher, wenn euch die Thematik interessiert, dann abonniert gerne den Kanal hier. Wir waren noch in Privataquarien, wir waren in öffentlichen Zoos und haben dort hinter die Kulissen von den Aquarien geschaut, Long Island Aquarium zum Beispiel. Wir waren in Shops unterwegs, und die Shops dort sind wirklich anders als in Deutschland, positiv wie negativ. Schaut da sehr, sehr gerne rein. Letzten Endes war ich für Fauna Marin und Abyss ebenfalls unterwegs. Fauna Marin wird es jetzt die ersten Videos geben. Abyss, den Kanal, den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Dort kommen dann Inhalte raus, auch auf Deutsch. Und das ganze Thema wurde von uns, von Tannis Media, betreut. Deswegen war ich dort mit auf der Reise. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns hier wieder nächsten Donnerstag um 16.30 Uhr. So sieht's nämlich aus. Freunde, bis dann, ciao.